Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Draconia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Er hat mich aus Fazar in die Berge geführt. Ohne Proviant und ohne Karte. So leicht liefere ich mich ihm nicht aus. Ich werde mich selbst versorgen. Die Silberschale für ein Stück Lamm. Einverstanden? Jetzt gib schon her. Die Silberschale... Jetzt... Asafsha. Ich schätze, das Geschäft ist geplatzt. Ich bin nicht auf ihn angewiesen. Ich kann mir selbst etwas fangen. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand. Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Trockenes Holz zum Feuer machen. Ich habe sie angespitzt. Es ist noch Morgen und er hat sich schon für die Nacht eingerichtet. So werden wir Draconia nie erreichen. Darin war das Fell eingewickelt. Irgendein Busch. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin ein Kind der Stadt. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Solche Blumen habe ich noch nie... Hier wäre genug Platz für eine Falle. Ich hoffe, er fängt nicht an zu sprechen, wenn ich ihn berühre. Keine Sorge. Ich werde für immer der einzige sprechende Stab in eurem Leben bleiben, Charizard. Juhu. Ein Tier hat sich einen Teil der alten Ruinen angeeignet. Der Baum ist durch den Stein gewachsen. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Das Fell ist nun voller Löcher. Den letzten Flock bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch.
hineingebissen. Ja, komm näher. Gleich habe ich dich. Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Hier hast du Steine. Oh, wer braucht sie nicht? Nein, das sind besondere Steine für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Bitte verzeih mir. Jetzt muss ich nur noch Feuer machen. Wie mache ich jetzt Feuer? Er hält mir zwei Feuersteine entgegen. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Steine für den Stab. Das ist der Preis. Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Oh. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon.